Leute, die AfD und Social Media, it's a match. Egal wie man zu ihr steht, man muss zugeben, der rasante Aufstieg der AfD hatte von Anfang an auch damit zu tun, dass die Partei ziemlich genau wusste, wie sie in den sozialen Medien auftreten muss. Wichtig waren da lange Facebook, YouTube und vielleicht noch Telegram. Mittlerweile ist aber eine andere Plattform besonders spannend geworden. Viele denken immer noch, TikTok besteht nur aus viralen Challenges oder lustigen Tänzen. Tatsächlich ist die App aber gerade für junge Menschen eine der wichtigsten Plattformen für politische Meinungsbildung. Und da ist ganz vorne mit dabei die AfD. Und ganz ehrlich Leute, die AfD ist gerade dabei, TikTok zu ihrem neuen großen Erfolg zu machen. Und viele in Journalismus und Politik haben das noch gar nicht richtig auf dem Schirm. Ich habe mich mit einem Team 2 Wochen lang in die Welt der AfD bei TikTok eingegraben und zeige euch in diesem Video, warum TikTok zu einer wichtigen Plattform für Politik geworden ist, warum ausgerechnet die AfD da riesige Erfolge feiert, warum sie sich damit immer wieder am Rande des Erlaubten bewegt und warum die AfD TikTok jetzt sogar verklagt hat. Los geht's! Am Anfang ein kurzer Disclaimer. Wir haben uns für die Analyse verschiedene Accounts erstellt und damit versucht, uns ein so breites Bild zu machen, wie es geht. Bei TikTok gibt es aber mittlerweile so viel politischen Content, dass man gar nicht alles sehen kann. Das heißt, wenn ihr denkt, wir haben was vergessen, schreibt es uns in die Kommentare. Generell muss man sagen, Parteien und Social Media, das ist nicht immer eine ganz so einfache Kombination. Ja, lol, ey. Inzwischen sind Parteien und Abgeordnete auf Facebook, Twitter, Instagram und auch YouTube aber ziemlich breit vertreten. Im Gegensatz zu TikTok. Dabei ist TikTok in den letzten Jahren immer politischer geworden. TikTok wird als Plattform besonders für jüngere Menschen immer wichtiger. Dort tauschen sich viele von ihnen zu aktuellen Themen aus und ja, immer mehr auch über Politik und politische Bewegungen, sei es jetzt Black Lives Matter oder Fridays for Future. Der Algorithmus funktioniert bei TikTok anders als bei anderen sozialen Netzwerken. Hier bekommt man im Feed der sogenannten For You Page vor allem Content von Menschen angezeigt, denen man noch nicht folgt. Auch deshalb kann hier jeder mit seiner Botschaft sehr schnell und unkompliziert jede Menge Leute erreichen. Also eine neue Zielgruppe und die Möglichkeit, schnell viele Leute zu erreichen, das muss die Politik doch ziemlich reizen. Ja klar, wir wollen doch die jungen Leute mitnehmen. Bums. Bums. Das Problem, die meisten Parteien tun sich auf TikTok noch enorm schwer. In vielen Clips versuchen die sich einfach an bekannte TikTok-Challenges dran zu hängen und dazu nebenbei ein paar politische Infos zu droppen. Und an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung wegen ganz schlimmem Cringe. Politik kurz und knapp. Tornado-Challenge. Wir zahlen zusätzlich zu den im Februar beschlossenen 100 Euro weitere 100 Euro extra für SozialhilfeempfängerInnen. Die kommen direkt auf euer Konto, automatisch geplant ab 1. Juli. Andere denken sich, hey, das ist TikTok, da muss man doch Tanzvideos machen. Und ganz ehrlich, bei manchen Clips weiß man so gar nicht, was sie von einem wollen. Jesus Christ, it's Jason. Das kann man cool finden und es ist natürlich auch schön, dass PolitikerInnen auch mal einen Spaß mitmachen. Ich finde es aber bemerkenswert, wie wenig jungen Menschen hier zugetraut wird und wie krampfhaft sich Abgeordnete versuchen, als witzig zu inszenieren. Für viele Parteien ist es also gar nicht so leicht, auf den TikTok-Zug mit aufzuspringen, hat mir auch der Politikberater und Analyst Martin Fuchs gesagt. Wenn wir uns dann anschauen, was dann dort gemacht wird, dann ist es oftmals, wenn ich mir die SPD anschaue, in Teilen auch der FDP, natürlich gewollt und nicht gekonnt, sondern das ist dann irgendwie der Versuch von Menschen, die weit weg sind, vielleicht auch von der Zielgruppe, irgendwie TikTok-affine Inhalte zu erstellen. Und das wirkt auf mich oftmals nicht wirklich authentisch, nicht wirklich cool, nicht wirklich irgendwie für die Zielgruppe relevant. Die Parteien bemühen sich immer wieder zu zeigen, dass sie sich bloß nicht zu ernst nehmen. This week, a hot new bombshell enters the villa. Don't call me up. Manchmal kickt da der Fremdscham hart, das ist anscheinend aber einkalkuliert. Die Message dabei, ein bisschen rumblödeln und ab und an mal so ein paar leicht verdauliche politische Infos einstreuen. Aber bloß nicht zu viel, weil es ist ja nicht die Tagesschau oder zumindest Twitter. Das kann zwar auch mal funktionieren, wie zum Beispiel er hier beweist, Thomas Sattelberger von der FDP. Er hat sich zwar gerade erst in den politischen Ruhestand verabschiedet, sich in den letzten 2 Jahren aber eine ordentliche Fanbase aufgebaut.
Aber jetzt auch nicht unbedingt mit deepen Inhalten, sondern weil er halt einfach Spaß hat. Ich habe den Journalisten und TikTok-Experten Markus Bösch mal nach seiner Einschätzung gefragt, warum viele Parteien Probleme haben, auf der Plattform richtig zu landen. Vielen AkteurInnen aus dem politischen Kontext fehlt es noch ein bisschen an Verständnis und Sensibilität für die Plattform. Hier wird entweder brutalst auf Entertainment und Fun gesetzt, weil TikTok ja eine vermeintliche Entertainment-Plattform ist, so wie TikTok auch selbst immer wieder betont. Aber ich glaube, dass hier auf jeden Fall Nutzerinnen und Nutzer sehr oft unterschätzt werden, die eher an einem kommunikativen Austausch und auch an Inhalten interessiert sind. Aber eine Partei ist anders. Die AfD geht auf der Plattform in vielerlei Hinsicht einen anderen Weg und ist damit enorm erfolgreich. Ich habe mir mal angeschaut, was sie auf TikTok so macht. Was man aber vorweg sagen muss, die AfD hat keinen offiziellen Partei-Account auf TikTok mehr. Und ich sag, sie hat ihn nicht mehr, weil sie den vor kurzem noch hatte. Im Mai 2022 hat TikTok den Kanal aber gelöscht und bis heute ist er nicht mehr aufrufbar. Laut Aussage der damaligen Parteivize Beatrix von Storch, ohne Grund und Anlass und ohne Begründung. Wir wollten genau wissen, warum TikTok den Account der AfD gelöscht hat und haben beim Unternehmen mal angefragt. Dazu kommen wir später. Obwohl der Account flöten gegangen ist, ist die AfD auf TikTok aber trotzdem sehr präsent. Und die Strategie scheint zu sein, die Plattform mit Inhalten zu fluten. So viel wie geht und auf so viele verschiedene Arten, wie es geht. Ihr könnt euch das wie eine Art Zwiebel vorstellen. Es gibt viele verschiedene Schichten und wir gehen die jetzt nacheinander mal durch. Das sind zum Beispiel die offiziellen Accounts. Während andere Parteien, wenn überhaupt, Accounts für die Fraktion oder die Partei auf TikTok haben, findet man richtig viele AfD-Accounts. AfD-Fraktion im Bundestag, in NRW oder im Berliner Abgeordnetenhaus. Viele sind eher klein und auch nicht alle sind sonderlich aktiv, aber die Partei zeigt Präsenz. Wenn man AfD in der Suche eingibt, wird man mit ihrem Logo zugeschüttet. Und zum Vergleich mal, was passiert, wenn man SPD in die Suche eingibt? Nicht viel. Und bei der Recherche schien es auch so, als ob die Abgeordneten der AfD aus dem Bundestag auf der Plattform enorm gut dabei sind. Und das haben wir mal überprüft. Ich sag mal so, bei 736 Abgeordneten war das ein enorm nerviger Job. Sorry an die Kollegin, die das machen musste. Dabei haben wir vorausgesetzt, dass auf dem Account mindestens ein Video veröffentlicht wurde, um als aktiv zu gelten. Und es stimmt. Die AfD hat die zweitkleinste Fraktion im Bundestag und trotzdem hat keine der Fraktionen so viele aktive Abgeordnete auf TikTok wie die AfD. Mehr als ein Viertel der Abgeordneten ist auf TikTok aktiv am Start. Übrigens kann man da Parallelen zu Facebook ziehen. Auch da hat die Partei schon lange mehr Accounts als die politischen Gegner. Was die AfD auf TikTok an Content liefert, das unterscheidet sich teils ziemlich krass von anderen Parteien. Um es kurz zu sagen, die AfD spielt das Spiel der Plattform nicht mit. Sowas wie die Tornado Challenge findet sich auf kaum einem offiziellen Account der AfD oder ihrer Abgeordneten. Das überlässt sie der Konkurrenz. Was wir bei der AfD auf TikTok beobachten, ist, dass sie im Grunde genommen eine Facebookisierung von TikTok vornimmt, indem sie nämlich Content, der eigentlich für Facebook produziert ist, ihre wichtigsten Plattformen nur noch, mit einfacher Drittverwertung quasi auf TikTok ausgekühlt wird. Und hat natürlich den großen Vorteil, dass man relativ ressourcenarm produzieren kann, viele Inhalte produzieren kann und diese Inhalte relativ schnell fluten kann auf TikTok. Für die AfD ist TikTok also nur eine Plattform von vielen. Und das heißt auch, da wird der Schwerpunkt nicht auf vermeintlich junge Themen gelegt, sondern sie setzt dort auf die gleichen Themen, die ihr halt generell wichtig sind. Migrationskritik, Skepsis rund um den Klimawandel oder das Impfen. Und in letzter Zeit geht es vor allem gegen die Politik der Bundesregierung bei der Inflation, der Energiekrise und dem russischen Angriffskrieg. Viele der Videos sehen ziemlich ähnlich aus. Jede Menge Recyceltes aus dem Bundestag, aus dem Wahlkampf oder Statements, die eigentlich für Facebook oder YouTube gedreht wurden. Die werden mal besser, mal schlechter an die TikTok-App angepasst. Kann das überhaupt funktionieren? Das hat vielleicht einen gewissen Cringe-Faktor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schafft es auch extrem viel Authentizität und damit natürlich dann auch vielleicht Aufmerksamkeit und Respekt und Nahbarkeit bei den Nutzerinnen. Und dafür, dass unperfekter Content manchmal sogar besser funktioniert, habe ich hier ein gutes Beispiel für euch. Das ist René Springer. Springer sitzt für die AfD im Bundestag und hat vor kurzem dieses Video veröffentlicht. Das hat über 700.000 Aufrufe und hat für richtig viel Ärger gesorgt. Warum, das sage ich euch gleich genau. Aber am Tag der Veröffentlichung auf TikTok wurde das Video nochmal von einem anderen Account hochgeladen. Und das sah dann so aus.
Da wurde einfach die Facebook-Version des Videos reingeklatscht und mehr als die Hälfte des Bildes ist mit Texteinblendung und einem Ampel-Emoji ausgefüllt. Und das Krasse ist, dieser Repost hat fast doppelt so viele User erreicht wie das Original von René Springer, obwohl der Repost-Account übrigens auch weniger Abos hat. Aber wer macht sich da die Mühe, solchen Content zu reposten? Damit kommen wir zu einem wichtigen Faktor für die AfD-Bubble, vor allem auch für die sogenannten Drittaccounts. Also Accounts, die keine offiziellen AfD-Accounts sind, aber doch irgendwie im gleichen Fahrwasser unterwegs sind. Im Fall vom Repost des Springer-Videos ist das dieser Account hier, Lichtermeer 1. In der Bio steht unpolitisch, doch der Content sagt das Gegenteil. Zu großen Teilen findet man hier AfD- und Querdenker-Clips, die scheint Lichtermeer 1 ganz schön gut zu finden. Ansonsten thematisieren viele Videos auf ziemlich populistische Weise die Corona- und Russland-Politik der Bundesregierung. Dazu gibt es noch jede Menge Videos gegen andere Parteien und ihre PolitikerInnen, besonders gegen Karl Lauterbach. Die einzige Person aus einer anderen Partei, die dort gut wegkommt, ist Sarah Wagenknecht. Die hat in dieser Bubble tatsächlich ein besonderes Standing. Erzähle ich euch auch noch gleich was zu. Unpolitisch ist an dem Account und seinen Beiträgen jedenfalls so ziemlich gar nichts, außer diesen weirden Möhren. Die meisten Videos sind genauso gebastelt wie das, was ich euch eben gezeigt habe. Einfache Re-Uploads von Videos von anderen Plattformen, ein empörter Spruch drauf, Emojis und fertig. Lange nicht alle Videos gehen klickmäßig durch die Decke, aber nicht wenige holen 10.000, 100.000 oder manchmal sogar 1 Million Views. Und 1 Million Views, das ist echt heftig, das schafft sogar die Tagesschau nicht so häufig. Solche inoffiziellen Accounts erreichen also richtig viele Leute und Lichtermeer 1 ist natürlich nicht der einzige inoffizielle AfD-Multiplikator auf TikTok. Eine weitere Taktik dieser Accounts ist es, neutrale oder offiziell klingende Usernamen zu besetzen. Ein Beispiel dazu, einer der ganzen AfD-Fan-Accounts ist das ganze Bild. Der Username hört sich eigentlich nach ausgewogenem Content an, weil ist ja gut, immer das ganze Bild zu betrachten. In der Realität wird hier aber nur der rechte Rand vom Bild betrachtet. Auf dem Account findet sich fast ausschließlich Videocontent der AfD. Es werden sogar offizielle Parteivideos repostet und der Account hat eine krasse Reichweite. Manche der Videos erreichen auch hier über 1 Million Views. Und über diesen Account wird auch ganz offensiv Wahlwerbung gemacht. Zur Bundestagswahl 2021 wurden auf dem Account Tage vor und auch am Wahltag selbst mehrere Beiträge und Kommentare gepostet, in denen klar dazu aufgerufen wurde, beide Stimmen der AfD zu geben. Es handelt sich dabei zwar nicht um bezahlte und deshalb auf TikTok verbotene Werbespots, doch gerade hier wird's brisant. Offizielle Inhalte der AfD-Wahlkampagne und der direkte Wahlaufruf erreichen auch so das TikTok-Publikum. Und der Account ruft auch andere Fans zur Mithilfe auf. Damit verstößt der Account doch eigentlich recht klar gegen folgende Community-Richtlinie, oder etwa nicht? Wir untersagen jegliche Versuche, die Mechanismen der Plattform zu manipulieren, um die Interaktionszahlen zu steigern. Nicht erlaubt sind das Verbreiten von Anleitungen, wie die Anzahl der Views, Likes, Follower, geteilten Inhalten oder Kommentaren künstlich gesteigert werden kann. Hier scheint TikTok aber etwas zu pennen, zumindest wird diese Community-Richtlinie recht locker ausgelegt. Auf Rückfrage teilte TikTok uns sinngemäß mit, dass so ein Reichweitenaufruf eine andere Qualität haben müsse, zum Beispiel sowas wie Bots. Die Kommentare und auch der Account sind bis heute online. Solche Aktionen zeigen aber auch, wie sehr sich die AfD auf ihre TikTok-Fans verlassen kann. Die AfD kann auf der Plattform profitieren, weil sie ein relativ großes Fan-Netzwerk hat und sehr viele Nutzerinnen und Nutzer AfD-relevante oder AfD-nahen Content posten, diesen liken und auch wieder kommentieren. Bisweilen verabreden sich Nutzerinnen und Nutzer aus diesem Spektrum auch, um gemeinsam Kommentarspalten zu überfluten und wissen, wie man den Algorithmus dahingehend triggert. Viele Interaktionen pushen die Reichweite und der Algorithmus spielt das Video immer mehr Menschen aus, deren Interessen mit denen vergleichbar sind, die schon interagiert haben. Und noch ein Beispiel. Auch der Kanal Bundestag TV klingt super neutral und ernst. Man könnte meinen, dass man hier offizielle Inhalte aus dem Parlamentsfernsehen findet. Wenn man draufklickt, findet man dann aber fast nur zusammengeschnittene Clips von Alice Weidel und einen einzigen von Karl Lauterbach. Das Problem: Der Username Bundestag TV suggeriert aber völlig anderen Content. Auch eine richtige Bio hatte der Account lange nicht. Und das kann echt irreführend wirken. Für TikTok ist aber auch das scheinbar kein Problem.
Auf Rückfrage teilte man uns mit, dass sie den Account Bundestag TV eher als Satire einstufen. Was man vielleicht zur Vollständigkeit sagen sollte, es gibt übrigens auch andere inoffizielle Kanäle, die zwar nach Bundestag klingen, aber keinen entsprechenden Content hochladen. Da geht es aber dann eher um Meme-Content zu allen Parteien im Bundestag, nicht nur um positiven Content zu einer einzigen Partei oder Person, wie zu Alice Weidel. Aber apropos Weidel, Bundestag TV ist nicht der einzige Account mit Weidel-Clips. Es gibt Dutzende. Weidel ist ein echter Star auf TikTok. Ihr persönlicher Account hat zwar nur ca. 70.000 Follies, letztes Jahr war sie aber sogar Teil eines großen TikTok-Trends und hier ist dann auch wieder Sarah Wagenknecht am Start. Alice, du bist gefragt worden. Frau Meidel? Es gibt hunderte solcher Videos und nebenbei, außerhalb von TikTok hat sich sogar eine kleine Community für Fanfiction gebildet. Wir haben da auf anderen Plattformen seitenweise Stories gefunden. Aber das ist eine andere Geschichte. Alice Weidel und Sarah Wagenknecht werden also als Power-Couple gehypt. Hashtag Weidelknecht. Okay, Leute shippen Alice Weidel und Sarah Wagenknecht. Wo ist das Problem? Naja, der Trend ist eigentlich lustig gemeint, aber ob die Creator der Videos Weidel und die AfD jetzt mögen oder nicht, sie erreichen damit, dass Lille, wie sie auf dieser Seite von TikTok auch genannt wird, mega sympathisch wirkt. Und damit erreicht Weidel ohne eigenes Zutun eine ganz neue Zielgruppe, die bisher nichts mit ihr anfangen konnte. Das zeigt auch ein Blick in die Kommentare. Oder auf sogenannte Simp-Accounts. Die machen auch nach der großen Weidelknecht-Welle weiter jede Menge witzige Edits nur zu Weidel und feiern sie als Person hart ab, distanzieren sich aber teilweise von ihrer Politik. Und so sieht dann so ein Simp-Edit aus. Allein der Hashtag Alice Weidel hat auf TikTok mehr als 220 Millionen Views und der wird auch unter dem Löwenanteil der Videos mit ihr benutzt. Hier mischen sich ironische Weidelknecht-Clips, witzige Weidel-Simp-Edits und ernst gemeinte Weidel-Clips, die sie und ihre Politik offen supporten, so wie der hier. Der Weg vom einen zum anderen ist aber nicht weit. In der Kommentarspalte der meisten Weidel-Videos, auch bei denen, die sich nicht eindeutig positionieren, sind solche Kommentare keine Seltenheit und stauben auch noch zig Likes ab. Zusammenfassend kann man also sagen, die AfD kann sich auf ihre Fans verlassen, ihren Positionen oder Gesichtern Reichweite zu geben. Und auch offizieller Content der Partei wird von inoffiziellen Accounts verbreitet. Aber nicht nur hier verschwimmen gewisse Grenzen. Und Achtung, das wird jetzt richtig spannend. Auch Abgeordnete der AfD nutzen, ich sag mal, interessante Strategien. Und zwar, dass Abgeordnete sich auf den ersten Blick gar nicht als Teil der AfD zu erkennen geben. Das beste Beispiel ist er hier. Ein Account, der sich ganz simpel Mut zur Wahrheit 90 nennt. Aber fällt euch was auf? Genau, da steht gar nicht, wer er ist. Obwohl es ein richtig großer Account ist, ist da überhaupt keine Bio angegeben. Spoiler Alert, es ist Ulrich Siegmund, AfD-Abgeordneter aus dem Landtag in Sachsen-Anhalt. Und auch wenn er sich offenbar lieber als ganz normaler Bürger präsentieren will, er ist selbst Abgeordneter der AfD. Siegmund ist übrigens einer der erfolgreichsten deutschen PolitikerInnen auf TikTok und hat sogar mehr Follies als Thomas Sattelberger. Ihr wisst schon, hier, er hier. Um zu wissen, wer er ist, muss man aber erstmal seinen Namen rausfinden, weil der steht nicht mal auf dem Kanal. Als gewählter Politiker. Erst wenn man die Videos von seinen Landtagsreden sieht oder in der Caption den Hashtag AfD entdeckt, könnte man Bescheid wissen. Ob das aber alle User so checken, die seine Videos auf der For You-Page haben? I doubt it. Übrigens macht das nicht nur er so. Auch einige seiner Parteikollegen setzen auf Usernamen, die sie nicht direkt als Politiker erkennbar machen. Zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Roger Beckkamp, der weder seine Partei noch seinen Job im Profil stehen hat. Erst wenn man dem Link in der Bio folgt, kommt man auf eine Seite, auf der steht, wer er ist. Oder der Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt, aka HTT spricht Klartext. In seiner Bio bezeichnet sich der Berufspolitiker als AfD-Aktivist. Und das sind nur ein paar Beispiele. Die AfD geht auf TikTok also gerne mal undercover. Das ergibt Sinn, wenn man neue Leute erreichen will, die vielleicht Vorurteile gegenüber der AfD oder sogar Politik im Allgemeinen haben, aber trotzdem empfänglich für ihre Message sind. Und jetzt kommen wir zu einem echten Highlight. Ich swipe mich bei meiner Recherche so durch TikTok
und finde auf einmal das hier. Wait a minute, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. An was erinnert mich das? Da hat jemand ganz dreist unseren alten Look kopiert. Und als die das gemacht haben, sah unser Studio noch genau so aus. Das Format heißt Wir klären das. Es wird suggeriert, dass hier ganz nüchtern politische Inhalte erklärt werden. Und so will es auch wahrgenommen werden. Was man dann aber bekommt, sind rechtspopulistische Themen und Rhetoriken. Beispiele gefällig? Dass der Krieg in der Ukraine ausbrechen konnte, sei durch westliche Ignoranz verschuldet. Grüne Projekte im Kampf gegen Rechts seien nur dafür da, den Meinungskorridor noch weiter zu verengen und die Spaltung der Gesellschaft voranzubringen. Und der Feminismus würde beinahe alle Bausteine unserer westlichen Kultur angreifen und zerstören wollen. Außerdem wird die AfD auf dem Kanal pauschal als die Opposition bezeichnet, als gäbe es nie nur andere. Früher fand das Format auch hier auf YouTube statt, bis der Account gesperrt wurde. Mittlerweile sind die Videos in voller Länge nur noch auf einem Videoportal für alternative, vor allem aber rechte Medienmacher zu finden. Aber wer moderiert das denn überhaupt? Auf dem Account gibt es keinen Hinweis darauf, wer Marie, Lisa und Jean-Pascal so sind. Dass die drei ModeratorInnen alle mit der AfD verbandelt sind, muss man sich selber zusammensuchen. Die Initiatorin des Formats ist Marie-Therese Kaiser. Das AfD-Postergirl ist aktuell Kreistagsabgeordnete in Rothenburg und möchte für die AfD in den Niedersächsischen Landtag einziehen. In ihrer Twitter-Bio greift sie übrigens ein Zitat aus den Medien über ihre Person auf und bezeichnet sich als sehr bedeutende Aktivistin der neuen Rechten. Co-Moderatorin ist Lisa Lehmann. Sie ist laut ihrer Twitter-Bio Teil der AfD Sachsen-Anhalt, in deren Landtagsfraktion sie schon eine Ausbildung absolviert hat. Sie posiert auf Werbebannern auf der offiziellen AfD-Seite, postet auf Instagram AfD-Werbung und moderiert immer wieder Interviews mit AfD-Abgeordneten auf Parteikanälen. Und auch Gastmoderator Jean-Pascal Hohm ist eigentlich Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes in Cottbus. Auch das muss man aber erstmal recherchieren. Auf seiner TikTok-Page schreibt er nur, dass er 25 Jahre alt ist und aus Cottbus stammt. Auch in seiner Bio kein Wort von der AfD. Falls ihr wissen wollt, was rechte Influencer sonst so treiben, guckt gerne in den Beitrag von meinem Kollegen Valulis rein. Der hat da ein ganzes Video zugemacht. Herausgeber der Die-da-oben-Kopie ist übrigens der Verein 1%. Und hier wird's richtig dunkelbraun. Die Initiative bezeichnet sich als Deutschlands größtes patriotisches Netzwerk, welches den rechten Widerstand vernetzen, aktivieren und unterstützen soll und den patriotischen Protest in die Mitte der Gesellschaft tragen soll. Vorsitzender und Leiter ist der ultrarechte und völkische Aktivist Philipp Stein. Als Redner trat er bei Pegida und sogar in den Räumen des Bundestags auf. Eingeladen wurde er von der AfD. Und 1% wird als rechtsextremer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet. Von all dem erfährt man aber nichts, wenn man die vermeintlich neutralen Politikvideos in seinem TikTok-Feed angezeigt kriegt. Ihr merkt, bei vielen dieser Accounts muss man erstmal selbst recherchieren, um zu sehen, woher der Inhalt kommt. Das kann man von Menschen, die einfach so durch TikTok scrollen, nicht erwarten. Und wahrscheinlich ahnt ihr es, das war's noch nicht. Es gibt noch einen weiteren Weg, wie AfD-Inhalte verbreitet werden. Über AfD-Influencer. Und das ist dann quasi die nächste Generation. Hier gibt es dann hausgemachten TikTok-Content von jungen Menschen, der eben so produziert wird, wie man das sonst auch von der Plattform gewohnt ist. Über die werden AfD-Positionen auf TikTok verbreitet, oft mit enorm großen Reichweiten. Das Krasse ist aber, die sind teils noch minderjährig, wie der Account AfD. Aus Gründen des Jugendschutzes haben wir die AfD unkenntlich gemacht. Auf ihrem Account macht sie kräftig Werbung für die AfD und die junge Alternative. Sie bindet sogar offizielle Mandatsträger in ihren Content ein. Zum Beispiel posiert sie mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Robby Schlund auf der Reichstagskuppel oder am AfD-Infostand in Gera. Neue Mitglieder für die AfD oder die junge Alternative zu gewinnen, liegt ihr anscheinend sehr am Herzen. Sie hat ganze 4 Videos veröffentlicht, in denen sie erklärt, wie man Mitglied wird. Sie wirbt für AfD-Inhalte und grenzt sie von anderen rechten Parteien wie der NPD oder dem Dritten Weg ab. Ihre These? Die AfD ist nicht rechtsextrem. Dass die AfD und auch die junge Alternative vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingeordnet und beobachtet wird, verschweigt sie aber. Sie selbst ist Mitglied der jungen Alternative und betreibt ihren TikTok-Kanal laut eigener Aussage, um Aufklärungsvideos zu den Vorurteilen gegenüber der AfD zu veröffentlichen. Eine weitere Influencerin ist AfD. Auf ihrem Account finden sich jede Menge positive Reactions zu AfD-Inhalten. Dabei gibt es viel rechtspopulistische Meinungsmache. Ihre Beiträge zu PolitikerInnen der Regierungsparteien, besonders zu denen der Grünen, sind negativ oder manchmal sogar irreführend.
Übrigens, auch sie macht Werbung für eine Parteimitgliedschaft. Es geht aber auch subtiler. Der ebenfalls minderjährige User 69 postet Videos mit Tipps für die Pollenzeit oder über McDonald's-Produkte, die es bald nicht mehr geben soll. Wirkt ziemlich unpolitisch. Dazwischen findet man aber auch Videos wie dieses hier. FFP2-Masken müssen Sie jetzt verpflichtend nehmen. Ein Jahr lang haben die Stoffmasken gereicht. Ihr kennt ihn schon. Mut zur Wahrheit 90, aka Ulrich Siegmund von der AfD. 69 repostet zwischen unpolitischem Content einen Ausschnitt aus einer Landtagsrede, schreibt, es stimmt einfach komplett drauf, und das Video geht auf stabile 1,6 Millionen Views. Man kann festhalten, im Unterschied zu den Partei- und Drittaccounts nutzen die Influencer TikTok, wie man es kennt. Sie verwenden Sounds und Filter und andere Tools der App und zeigen sich enorm persönlich und nahbar. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht ist es einfach seine Meinung. Aber auch auf diesem und vielen der anderen Accounts wird schnell die Schwelle zur Desinformation überschritten. Bevor wir uns da aber konkrete Beispiele anschauen, müssen wir darüber sprechen, was die meisten dieser Accounts gemeinsam haben und was ihre Strategie ist. Ob sogenannte Faktenformate im Die-da-oben-Look, harmlos daherkommende Alice Weidel-Edits und rechte Politiker, die sich auf den ersten Blick nicht zu erkennen geben, auf TikTok wimmelt es nur so von mehr oder weniger inoffiziellen AfD-Accounts. Der rote Faden bei fast allen: AfD-Inhalte von anderen Plattformen werden einfach und ohne große Mühe zweitverwertet, sodass TikTok mit den Statements der Partei geflutet wird. Wenn ich mir die meisten Beiträge angucke, gilt hier gefühlt Quantität vor Qualität. Irgendwas wird bei den Usern schon hängen bleiben. Und das klappt. Die Videos erreichen oft und gerade wegen des Algorithmus hunderttausende User. Provokative Inhalte, die starke Emotionen und damit Interaktion auslösen, werden in der App gepusht. Wer hinter diesen Accounts steckt, lässt sich oft gar nicht oder nur mit etwas Recherche sagen. Ist das Zufall oder Strategie? Das würde ich schon sagen, gehört zur Strategie der AfD, dass sie erkannt haben, dass sie nicht nur mit ihren Institutionen-Accounts, also Fraktionen, Partei oder mit den Köpfen aus den Parlamenten auftreten müssen, sondern um bestimmte Blasen hineinzukommen, um bestimmte vielleicht auch Szenen von jungen Menschen wahrgenommen und ernst genommen zu werden, respektiert zu werden, braucht es andere Gesichter, die dort verankert sind. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum es aus Sicht der AfD smart ist, nicht immer als AfD erkennbar zu sein. Ganz klarer Vorteil dieser Drittaccounts, die wir beobachten, ist, dass sie natürlich eine ganz andere Wahrnehmung haben. Sie treten nicht mit einem offiziellen AfD-Logo auf, sie treten vielleicht auch nicht mit einem schlechten Image der AfD auf. Und deshalb ist es eine klare Strategie, diese Drittaccounts zu featuren, zu unterstützen, vielleicht auch mit denen zu kooperieren und die vielleicht auch aufzubauen. Damit werden AfD-Inhalte unter Leute gebracht, die Partei vielleicht erstmal ablehnen würden. Aber wird das von der AfD aktiv gesteuert oder zumindest unterstützt? Wir wollten da eine offizielle Antwort haben und haben bei der Partei nachgefragt. Und die sagt: Ein Austausch mit Drittaccounts besteht nicht. Es existiert auch kein Kontakt zu solchen. Und in Bezug auf die Wiederverwertung offizieller Videos sagt sie: Besonders bei sinnentstellender Wiederverwertung unseres Videomaterials behalten wir uns rechtliche Schritte gegen die Urheber vor. Unser Experte Martin Fuchs vermutet über das Verhältnis zwischen AfD und Drittaccounts: Wenn da etwas produziert wird, ist natürlich der Vorteil, dass man sagen kann, das sind Fans, die etwas produzieren, was vielleicht gegen das Grundgesetz verstößt oder gegen vielleicht auch die Werte in Deutschland verstößt. Aber damit haben wir natürlich als Partei nichts zu tun. Von daher eigentlich ziemlich smart und ziemlich gute Idee, andere über sich sprechen zu lassen, die man vielleicht auch gar nicht steuern kann und auch gar nicht möchte. Und Martin Fuchs hat auch eine Vermutung, wieso. Die offiziellen Accounts sind für eine andere Zielgruppe relevant, nämlich Menschen, die schon der AfD sehr nahestehen, die dort ihren Content wiederfinden wollen, als die Drittaccounts, die eigentlich in einer anderen Szene, in einer neuen Zielgruppe wirken sollen. Und von daher ist die Vernetzung ja vielleicht auch gar nicht unbedingt auch gewollt. Damit kommen wir zu dem Punkt, der die ganze Sache richtig gefährlich machen kann. Denn der Content auf vielen dieser Accounts überschreitet regelmäßig die Grenzen hin zur Desinformation. Wir haben die Accounts der AfD und die ihrer Influencer nochmal auf Desinformation untersucht und zeigen euch hier mal Beispiele für typische Falschbehauptungen oder Verkürzungen, mit denen sie arbeiten. Beginnen wir mal mit Influencer 69. Der hat nämlich kurz vor der Bundestagswahl auch dieses Video gepostet. We'll be right back.
Und damit ist er nicht alleine, denn diese Wahlabendvideos mit dem Gangsters Paradise Song sind zu einem Trend geworden, den viele sonst auch unpolitische Accounts nachgemacht haben. Die Videos funktionieren alle gleich. Eine Person tritt ans Mikro und listet diverse angebliche Forderungen der Grünen auf, die sie jetzt an der Macht durchdrücken wollen. Unter anderem das Verbot, Fleisch zu essen, das Verbot von Einfamilienhäusern oder das Verbot von WLAN auf öffentlichen Plätzen. In seinem Video findet man am Ende noch ein angebliches Zitat: Wir Grüne wollen den wirtschaftlichen Untergang Deutschlands. Die Sache ist, die meisten dieser Forderungen finden sich in keinem Partei- oder Wahlprogramm der Grünen. Besonders das vermeintliche Zitat am Ende ist komplett erlogen. Aber alleine das Video von 69 hat trotzdem eine knappe Million Aufrufe erreicht. Ähnliches gibt's bei die AfD. In ihren Videos verbreitet auch sie immer wieder Desinformation. Zum Beispiel, wenn sie beim Thema Klimawandel eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Erkenntnissen außer Acht lässt und dabei Fakten, Meinungen und Falschinformationen vermischt. Sie bezweifelt, dass CO2 für den Klimawandel wirklich relevant sei und zieht infolgedessen ein falsches Fazit: Menschen können am Klimawandel nichts ändern. Und Überraschung, auch bei AfD findet man einiges an Desinformation. Den menschengemachten Klimawandel bezeichnen sie zum Beispiel als eine Lüge der Grünen. Gut, jetzt kann man sagen, das sind, soweit wir das wissen, Privatpersonen. Die erzählen vielleicht Dinge, die nicht stimmen, und auch wenn das insbesondere junge Menschen beeinflussen kann, Quatsch im Internet erzählen, das machen viele. Aber Desinformation kommt auch immer wieder auf den offiziellen Accounts der AfD vor und das kann richtig üble Konsequenzen haben. Erinnert ihr euch noch an das Video von René Springer, von dem ich euch vorhin erzählt habe? Das ging ja ziemlich viral. Darin hat er behauptet, Geflüchtete aus der Ukraine würden bei uns besser gestellt als deutsche RentnerInnen. Springer tritt in dem Video scheinbar analytisch und mit vielen Zahlen im Gepäck auf, die belegen sollen, dass Geflüchtete vermeintlich viel mehr Geld vom Staat bekommen. Seine Zahlen hat er von der deutschen Rentenversicherung. Das Problem: die Zahlen belegen seine Thesen nicht. Das hat auch der BR Faktenfuchs in einer ausführlichen Analyse widerlegt. Haben wir euch natürlich in den Quellen verlinkt. Trotzdem steht am Ende des Videos dann ein großer Vorwurf an die Regierung. Sie kümmere sich nicht um die Menschen in diesem Land. Pardon, um die Inländer. Unser Experte Martin Fuchs sieht darin eine große Gefahr. Aber das sind Sachen, die natürlich auch auf TikTok sehr gut ankommen und Menschen natürlich auch abholen. Weil auch Menschen, die sich nicht so jeden Tag mit Politik beschäftigen und nicht jedes Detail unbedingt verfolgen, die lassen sich mit solchen sehr populistischen Aussagen und Angriffen und Forderungen natürlich sehr gut abholen. Gerade wenn sie garniert sind mit einer gewissen Portion auch zum Beispiel Angstemotionen. Wenn man sich die Kommentarspalte des Videos anschaut, merkt man, genau das hat gezogen. Und im Falle dieses Videos hatte es gefährliche Konsequenzen. In dem Clip reißt Springer auch ein Zitat des grünen Politikers Andreas Audrich aus dem Zusammenhang, und zwar dieses hier. Mit diesem Gesetz tun wir etwas, was in Deutschland noch nie davor getan wurde. Wir ermöglichen Millionen von Menschen, wenn sie zu uns kommen, die Möglichkeit, ganz direkt in unsere Sozialsysteme zu kommen. Das ist ein Riesenunterschied zu allem, was davor da gewesen ist. Die Aussage passt so wunderbar in das Narrativ des Videos, dass Audrich ein paar Sätze danach beschreibt, dass durch das Gesetz Menschen aus der Ukraine schnell in Arbeit gebracht werden sollen, oder ein paar Sätze zuvor beschreibt, wie die Menschen in Deutschland entlastet werden sollen. Das wird weggelassen. Nachdem das Video viral gegangen ist, hat sich Audrich auf Twitter zu Wort gemeldet. Ihn hätten deswegen auf allen Kanälen Hass und sogar Morddrohungen erreicht. Du bist Ungeziefer und solltest sofort erschossen werden. Wenn man an den ermordeten Politiker Walter Lübcke denkt oder an den Querdenkermörder aus Idar-Oberstein, dann weiß man, manchmal bleibt es nicht bei Drohungen, manchmal werden daraus echte Morde. Besonders wenn Menschen von solchen Botschaften überflutet und sie ständig dem gleichen Narrativ ausgesetzt werden, kann es verdammt gefährlich werden. Und das passiert auf TikTok sehr leicht. Der Grund dafür ist der Algorithmus. Wir wollten genau wissen, wie gefährlich, und dafür haben wir einen Selbstversuch gestartet. Wir wollten mal ausprobieren, wie schnell landet man in dieser Blase aus offiziellen und inoffiziellen AfD-Accounts. Wir haben mit einem neu aufgesetzten Handy einen neuen TikTok-Account erstellt, die App geöffnet und sofort bekommen wir ein Video in Fullscreen angezeigt und können losscrollen. Erstmal kamen alle möglichen Videos durcheinander. Große deutsche Creator wie Julis Boring Life oder Herr Anwalt, dazwischen Phone-Hacks, süße Hunde oder Kochvideos. Nach 102 Videos tauchte zum ersten Mal Alice Weidel auf unserer For You-Page auf. Das klingt viel,
hat aber nur 7 Minuten gedauert. Das Ganze ohne, dass wir irgendeinem Account gefolgt sind. Mit dem Weidel-Video haben wir da zum ersten Mal interagiert. Soll heißen, geliked, gespeichert, die Kommentare gelesen und das Profil angeschaut. Das war ein Account namens Stabil 1989 mit immerhin 30.000 Followern und einigen viralen Videos von, ja, ahnt es, AfD-PolitikerInnen. Und auch sonst mit vielen Videos, die der AfD und ihren Positionen nahestehen. Nachdem wir das Video geliked hatten, hat es nochmal 10 Videos und weitere 2 Minuten gedauert, bis Content von einer Anti-Corona-Demo kam. Das Video haben wir uns auch zu Ende angeschaut und dann ging es erst richtig los. Wütende bis hämische Videos gegen Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Karl Lauterbach. Dazwischen mal ein Video von Serdar Somuncu, der beklagt, dass Geflüchtete aus der Ukraine Edelflüchtlinge seien. Ein TikTok von der Heute-Show, eine Bundestagsrede der Linkspartei, in der gegen die Regierung geschossen wird. Oder ein TikTok von den FunkkollegInnen von den Datteltätern. Grüße gehen raus. Unsere For You-Page ist sehr schnell sehr politisch geworden. Uns wurde quasi nichts anderes mehr angezeigt als wütende politische Inhalte. Nach insgesamt 40 Minuten und ca. 160 Videos haben wir dann den ersten offiziellen AfD-Account im Feed gehabt. Und zwar den von Ruben Rupp, Landtagsabgeordneter aus Baden-Württemberg. Es hat also nur eine knappe Dreiviertelstunde gedauert, bis uns der Algorithmus in eine Bubble gepackt hat. Man kann also festhalten, der TikTok-Algorithmus ist so gut, weil er so schnell lernt. Klar, wenn du die App öffnest, musst du nichts eingeben oder suchen. Du bekommst sofort ein Video angezeigt. Egal, was du jetzt machst, der Algorithmus lernt etwas über dich. Guckst du dir das Video an, vielleicht sogar mehrmals, oder wischst du es weg? Wann wischst du es weg? Dadurch weiß er, was dir gefällt und was nicht. Und natürlich ist es auch wichtig, was du likest, teilst, speicherst, kommentierst, welche Kommentarspalten du dir genauer anschaust, und so weiter. Interaktion eben. Er zeigt dir dann immer mehr davon an. Auf den ersten Blick ist das geil, deine For You-Page passt perfekt zu dir. Dem Algorithmus geht es dabei nur um eine Sache, dass du möglichst lange auf der Plattform bleibst. Und das ist besonders gefährlich, wenn es um Desinformation oder politisch extreme Inhalte geht. Oft kann man wahre und falsche Informationen nicht so leicht unterscheiden. Einmal mit einem Video interagiert, zack, bekommst du immer mehr davon. Im Extremfall hat man bald kaum noch was anderes im Feed. Da muss man sich wirklich aktiv bemühen, andere Sachen zu liken, um aus der Bubble wieder rauszukommen. Und selbst das dauert. Ein weiterer Grund, warum der Algorithmus euch da so krass zuordnen kann, sind sogenannte Dog Whistles. Das sind in diesem Fall die Hashtags, die in der Regel nur von bestimmten, dafür sensibilisierten Menschen richtig verstanden werden. Sowohl die Hashtags als auch die Captions zu den Videos helfen dem Algorithmus aber eben auch, den Content an die passenden Menschen auszuspielen. Dog Whistle Hashtags nutzen die AfD und die Drittaccounts gerne und häufig. Beispiele sind Emojis wie das blaue Herz, die Deutschlandfahne und das gute alte Schlafschaf. Aber auch Wörter wie zum Beispiel kranke Welt, Widerstand, Impfzwang oder ganz simpel Freiheit. Hierbei werden Anspielungen auf bestimmte politische Positionen oder Ansichten der Partei gemacht, die man als politisch unerfahrener User nicht sofort zuordnen kann. Weniger subtil sind dann die Slogans wie Hashtag Mut zur Wahrheit oder Hashtag Sei schlau, wähl blau, die man aber auch kennen muss, um sie mit der AfD in Verbindung zu bringen. Wenn man mit Content unter diesen Hashtags interagiert, hilft es TikTok, einen in eine bestimmte Bubble zu packen. Wenn aber besonders in dieser Bubble, die wir uns hier die ganze Zeit angeschaut haben, enorm viele fragwürdige Aussagen getätigt werden, die vielleicht sogar gefährliche Konsequenzen haben können, fragt man sich ja, was unternimmt TikTok dagegen? Wir haben ja vorhin schon kurz angerissen. Manchmal scheinen TikTok die teils schwammig formulierten Community-Guidelines recht locker auszulegen. Wir haben extra mit TikTok gesprochen und die haben uns gesagt, um wegen Desinformation in Bezug auf Wahlen gelöscht zu werden, muss schon viel passieren. Dafür müssen absichtlich falsche Informationen verbreitet werden, zum Beispiel wenn man sagt, dass eine Wahl an einem anderen Tag stattfindet, als es tatsächlich der Fall ist. Im Mai dieses Jahres hat TikTok aber einmal radikal durchgegriffen. Kein geringerer als der offizielle AfD-Account mit über 60.000 Followern ist gelöscht worden. Aber warum? Wir wollten genau wissen, was da los war und auch die Seite der AfD hören. Und die sagt: Es erfolgte keine Warnung. Der Account wurde kommentarlos gelöscht. Es handelt sich um eine endgültige Sperrung, gegen die wir rechtliche Schritte eingelegt haben. Die AfD geht also gerichtlich gegen die Sperre vor, die sie uns gegenüber als kommentarlose Löschung bezeichnet hat. Aber was soll die Partei denn falsch gemacht haben? Das weiß sie, kann sie uns aber laut eigener Aussage mit Blick auf das laufende Verfahren aktuell nicht sagen. Plot-Twist, TikTok aber anscheinend schon. Auf unsere Anfrage schrieb uns das Unternehmen Folgendes.
Die AfD hat wiederholt gegen unsere Richtlinien für hasserfülltes Verhalten in unseren Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen. Wir definieren Hassreden oder Verhalten als Inhalte, die eine Person oder eine Gruppe aufgrund der folgenden geschützten Merkmale angreifen, bedrohen, zu Gewalt auffordern oder anderweitig entmenschlichen. Rasse, Ethnie, nationale Herkunft, Religion, Kaste, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität, schwere Krankheit, Behinderung, Einwanderungsstatus. Die AfD sagt, es habe keine Warnung vor der Löschung gegeben. Dem widerspricht TikTok nicht. User werden nicht gewarnt, bevor der Account gesperrt wird. Aber mehrfache Verstöße gegen die Community Guidelines führen auf der App zu Sperrung. Wenn die AfD mehrfach Videos gesperrt bekommen hat, kann man das zumindest als eine indirekte Warnung verstehen. Fazit: die AfD und TikTok. Das passt, und zwar aus vielen Gründen. TikTok ist eine App für kurze Videos, die schnell zum Punkt kommen und genau dann von der Plattform gepusht werden, wenn die Leute in welcher Form auch immer mit ihnen interagieren. Das sind ideale Bedingungen für eine Partei, deren Themen vor allem auf drei Emotionen setzen, nämlich Wut, Angst und Empörung. Die AfD braucht keine langen Videos oder komplexen Kontext, um das gut rüberzubringen. Ein enorm präziser Algorithmus sorgt dafür, dass die Videos schnell die Leute erreichen, die sich besonders dafür interessieren. Das Sahnehäubchen: es ist auch noch egal, wie die Videos aussehen. Die müssen nicht glossy sein, es muss auch niemand zum neuesten Trendsound tanzen. Das reduziert für die AfD alleine schon den Aufwand, die Plattform zu bespielen. Was man aber auch sagen muss: die AfD verliert sich nicht in Blödeleien und meint, junge Menschen brauchen bei der politischen Information den Schonwaschgang. Sie liefert keine abgespeckten Infos in Tanzvideos. Meiner Meinung nach senden genau solche Clips auch nur die Aussage: wir nehmen euch nicht ernst. Und das ist in der politischen Kommunikation fatal. Am Ende, und das zeigt die AfD, sind die Inhalte, die die Menschen triggern, die Menschen hinter dem Ofen hervorholen, die sie motivieren, Videos anzugucken, immer wieder anzugucken und da dran zu bleiben, und weniger die Aufmachung. Die AfD hat aber auch das Glück, dass sie eine große Anzahl an Supportern zur Seite springt, die enorm aktiv sind und ihren Content auf vielen anderen Accounts breit streuen. Das ist bis hierhin aber auch überhaupt kein Problem. Problematisch wird es erst, wenn gezielt mit Täuschung und Desinformation gearbeitet wird. Wenn PolitikerInnen ihre Identität vertuschen, um als neutrale Absender von Botschaften wahrgenommen zu werden. Und wenn schlicht und einfach Desinformation verbreitet wird, die, wenn sie auf fruchtbaren Boden fällt, wirklich enorm gefährlich werden kann. Wenn ihr also auf TikTok unterwegs seid, solltet ihr auch hier kritisch gegenüber dem politischen Content sein, den ihr gerade seht. Das kann man oft schon tun, wenn man sich einige einfache Fragen stellt. Welche Behauptungen werden in dem Video aufgestellt? Wodurch werden sie belegt? Gibt es Quellenangaben? Woher kommt das Video? Ist der Klarname des Accounts bekannt? Handelt es sich um einen offiziellen Partei-Account oder werden dort häufig politische Inhalte veröffentlicht? Lassen sich Dog Whistles auf dem Account oder in einzelnen Videos finden? Wenn ihr euch unsicher seid, ob es sich bei dem Inhalt um Falschinformationen handelt, oft haben auch Rechercheredaktionen wie Korrektiv, der ARD Faktenfinder oder der BR Faktenfuchs das bereits gecheckt. Aber jetzt ihr: wie sieht für euch ideale politische Kommunikation auf TikTok aus? Wollt ihr Tanzvideos und Challenges von Abgeordneten sehen? Oder findet ihr den Ansatz, den die AfD fährt, besser? Schreibt es mir in die Kommentare. Tut eurem Algorithmus was Gutes und klickt hier unseren Abo-Button, damit ihr immer das ganz aktuelle Zeug von uns bekommt. Hier erfahrt ihr, warum Beatrix von Storch in der AfD ziemlich am Ende ist, und hier findet ihr die ganze Playlist zum TikTok-Schwerpunkt von Funk.